Liebe Freunde, heute geht es wieder um Narzissmus. Es gibt manchmal Situationen, und wenn du mit Narzissten zu tun hast, ich rede hier wirklich von Narzissten, nicht nur ein bisschen egoistische Menschen. Ich rede wirklich Menschen, die gezeigt haben, sie haben diese Pathologie, sie sind wirklich Narzissten. Dann hat man oft das Gefühl, man sei machtlos. Du fühlst dich machtlos. Entweder bist du direkt konfrontiert mit den Narzissten, weil vielleicht der Vater oder die Mutter deiner Kinder ist und du hast mit ihm vor Gericht zu tun. Und er lügt oder sie lügt einfach vor dem ganzen Gericht und alle irgendwie glauben ihm und du fühlst dich total so, ja, schlecht behandelt. Oder du bist ein Partner von jemandem, der mit einem Narzisst zu tun hat und du bist da eigentlich, wie soll ich sagen, co-abhängig, sag ich mal so, weil du auch mitleidest, weil du auch siehst. Das ist so ein unglaublich schmerzhaftes Gefühl, wenn du merkst, Moment mal, das ist doch die Wahrheit und wir reden jetzt hier über gar nicht Wichtiges und es wird dieses Nicht-Wichtiges so groß gemacht, dass die Wahrheit einfach auf der Strecke bleibt. So, und dann fühlst du dich vollkommen machtlos. Ich möchte dir einfach ein paar Gedanken auf den Weg geben. Oft ist es so, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns wehtun, das, was wir fühlen, ist das, was dieser Mensch in Wirklichkeit in sich hat. So, das heißt, wenn du dich machtlos fühlst, ist es, weil dieser Mensch, der Narzisst, er ist machtlos gegen die Wahrheit. Er kann nicht mit der Wahrheit umgehen. Er hat nicht gelernt, damit umzugehen. Er weiß nicht genau, was das überhaupt bedeutet, weil er hatte als Kind, oft ist es so, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es ist oft so, er hatte als Kind eine Situation, wo die Wahrheit überhaupt nicht, ja, einen Wert hatte. Also er musste, was weiß ich, zum Beispiel immer wieder Schläge bekommen, ob das richtig oder falsch ist oder so ähnliche Situationen. Also musste dieses Kind, die sich dann so entwickelt haben als Narzissten, praktisch sich schützen und hat der Narzisst entschieden, okay, dann diese Wahrheit will ich jetzt nicht sehen, also meine Wahrheit wird auch nicht gesehen. Ich baue mir meine eigene innere Welt, wo ich da geschützt bin, was auch verständlich ist, ja. Ein Borderliner geht andere Wege, aber der Narzissten baut sich so eine ganze eigene Welt, der total fiktiv ist, wo alle nur eine Rolle spielen, so wie er das möchte. Dadurch fühlt er sich sicher, aber eigentlich fühlt er sich machtlos. Es ist eigentlich diese Machtlosigkeit, die er seit der Kindheit in sich trägt. So, was du fühlst jetzt, wenn du das Gefühl hast, vor Gericht oder mit dem Gespräch mit dem Narzissten, du bist nicht weitergekommen, du hast das Gefühl, es wird einfach über irgendwas gesprochen, aber nicht die Wahrheit. Das ist das, was dieser Mensch in sich hat. Damit meine ich nicht, du solltest wieder Mitleid haben, weil es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, Mitleid oder Mitgefühl mit einem Narzissten zu haben, auch wenn ich so ein Mensch bin, der immer sagt, man soll Menschen verstehen. Du sollst diesen Mensch verstehen und das sage ich dir, all das eben, damit du diesen Mensch verstehst, aber nicht, damit du wieder dich klein machst, damit er dich wieder sozusagen noch kleiner machen kann, sondern es geht darum, dass du verstehst, was dahinter steckt und du lässt dich nicht blenden. Du fühlst dich jetzt machtlos, aber du hast gekämpft. Du fühlst dich machtlos, aber vielleicht hat er nicht mal gewonnen. Du fühlst dich machtlos, aber im Endeffekt bekommt er nicht das, was er möchte, wenn du bei dir bleibst und du dich nicht verlierst in diese Machtlosigkeit. So, diese Machtlosigkeitsgefühl ist nur ein Gefühl. Es ist nicht alles, es ist nicht die Wahrheit. Also lass dich nicht komplett übernehmen von diesem Machtlosigkeitsgefühl. Und ich sage dir das, weil ich aus eigener Erfahrung erlebt habe, man fühlt sich so. Man fühlt sich wie, alles macht keinen Sinn mehr, wenn die Wahrheit nicht am Licht kommt. Alles macht keinen Sinn mehr, wenn ich gekämpft habe, aber vielleicht hat er nicht mal gewonnen oder sie, aber ich auch nicht. Irgendjemand muss doch gewinnen. Ich sag mal so, das Einzige, was gewinnen kann, ist deine Ruhe zu dir selbst, deine Freiheit zu dir selbst, dass du frei bleibst. Dieser Mensch ist nicht alles in deinem Leben, auch wenn er eine große Rolle spielt, zum Beispiel, weil er dein Partner ist oder dein Ex oder der Vater deiner Kinder, die Mutter deiner Kinder. Natürlich spielt das eine große Rolle in deinem Leben, weil es manipuliert deine Kinder oder weil es einfach Dinge tut in deiner Präsenz, die einfach nicht gehen. So lass dich nicht von diesem Machtlosigkeitsgefühl klein machen, bleib bei dir und versuche zu schauen, was du brauchst, wer du bist, was dir wichtig ist und
Sei wirklich hundertprozentig bei dir oder was deine Kinder brauchen. Sei hundertprozentig bei der Wahrheit. Weil die Wahrheit am Ende gewinnt immer. So, natürlich kann man sagen, was ist Wahrheit? Ja, es gibt nicht schwarz oder weiß. Aber es gibt Wahrheiten. Kinder brauchen Schutz, brauchen Liebe, brauchen Wärme. Alles, was nicht mit das zu tun hat, ist nicht gesund für Kinder. So, genauso du. Du brauchst Liebe, Wärme und Schutz. Alles, was das irgendwie in Frage stellt, ist nicht gesund. So, wenn du mit einem Narzissten zu tun hast, wenn du das Gefühl hast, jetzt wirst du bombardiert, dann lieber sag erstmal gar nichts. Lieber reagiere erstmal nicht. Lass dir Zeit zu fühlen. Was ist wichtig? Weil wenn du mit so einem Mensch zu tun hast, bedeutet, dass du auch in deiner Kindheit, meistens ist das so, ich sage auch, es ist immer so, ich sage nicht, es ist immer so, aber es ist oft so, das heißt, dass du auch irgendwas in dir hast, damit du dich anziehen lassen hast von so einem Mensch. Also, lass es erstmal sagen, antworte nicht sofort, schau, dass du einfach in dir fühlst, Moment mal, warum triggert mich das jetzt so sehr? Und sei es nur, du hast mit jemandem zu tun, der mit einem Narzissten zu tun hat und du kümmerst dich um diesen Mensch und du denkst, wow, ich fühle mich selbst jetzt machtlos, weil er oder sie, dieser Mensch, den ich liebe, mit einem Narzissten zu tun hat, fühle ich mich machtlos. Atme tief und langsam und spüre, warum fühlst du das? Weil das erinnert dich an Situationen, die du auch schon gehabt hast und du wolltest eben so gern, dass es nie mehr passiert, auch nicht bei Menschen, die du liebst und deswegen du möchtest sie schützen. So, erstmal sei stolz auf dich, weil nicht jeder würde so einen Weg gehen, nicht jeder würde jemanden schützen wollen. Andere sagen, ich höre damit auf, ich will nie mehr so eine Situation haben, also helfe ich auch keiner, der so ein Problem hat. Nein, vielleicht bist du so ein Mensch, der sagt, doch, ich will nicht, dass andere das auch erleben, was ich erlebt habe, also schütze ich sie. Ich bin für sie da, aber du riskierst wieder, dich so zu fühlen wie damals. Wenn es passiert, sei bei dir, weil du musst stolz auf dich sein, dass du eben dich selbst schützen möchtest, dass du diese Person liebst und schützen möchtest oder dass deine Kinder geschützt werden, damit sie nicht das erleben, was du erlebt hast. Geh ein bisschen tiefer in diesem Stolz, dass du wirklich etwas versuchst, auch wenn es super schwer ist. Mit Narzissten wissen wir, super schwer, dass man sein Recht bekommt. Dass du einfach bei der Wahrheit bleibst. Und wenn du das tust, dann kannst du wirklich stolz auf dich sein und einfach sagen, das ist schon so für sich selbst einfach genug. Es ist genug, dass du hier bist und versuchst, allein schon durch dieses Video schauen, zu verstehen, was brauchst du. Dass du für dich da bist. Dass du für diesen, oder du schaust dieses Video vielleicht, weil du möchtest verstehen, warum deine Partnerin, dein Partner sich machtlos fühlen gegenüber den Narzissten. Vielleicht bei Dingen, wo du sagen würdest, hey, ist doch egal, was der oder die sagt. Mach dich nicht verrückt oder so, aber die Person, die du liebst, macht sich verrückt. Das heißt, du schaust dieses Video vielleicht, um sie zu helfen oder um ihm zu helfen. Sei stolz auf dich. Also fühle, dass du gerade das Richtige tust in deinem Leben, weil wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, ob in einer Woche, in einem Monat vor Gericht gewinnt dein Partner, deine Partnerin oder ob du schaffst, tatsächlich Dinge durchzuziehen oder nicht. Mach dich nicht verrückt. Lebe in dem Moment. Du hast jetzt schon die richtige Entscheidung getroffen. Du bist richtig. Du bist so, wie du bist. Und du möchtest, dass andere Menschen nicht genau das Gleiche erleben, wie du erlebt hast. Sei stolz auf dich. Und genieße diesen Moment. Ja? Und dann in Ruhe guckst du, was möglich ist. Und dann schaust, okay, ja? Gibt es Dinge, die man machen kann, die man machen muss? Gut. Aber lass dich nicht von diesem Machtlosigkeitsgefühl verarschen.